Herzlich willkommen auf dem von Buddenbrock YouTube-Kanal. In der Rubrik Klartext BAV geht es heute um 10 Antworten, die jede Personalabteilung zur Entgeltumwandlung kennen sollte. Bei mir ist Stefan Seidenfahrt, BAV-Experte der von Buddenbrock Unternehmensgruppe. Stefan, wie flexibel ist der Beitrag? In der Entgeltumwandlung ist der Beitrag extrem flexibel. Das heißt, ich kann als Arbeitnehmer entscheiden, ich will mehr einzahlen, ich will weniger einzahlen, ich mache eine Beitragspause. Die kann sich ja zum Beispiel auch ergeben durch eine längere Krankheit, durch Elternzeit oder Ähnliches. Das heißt, bei dem gängigsten Weg, Direktversicherung, der in der Entgeltumwandlung in der Regel genutzt wird, besteht da gar kein Problem, maximale Flexibilität. Gibt es Mitarbeiter-Apps und digitale Verwaltungstool für BAV? Die Frage vor 5 Jahren hätte ich mit einem starken Nein beantwortet oder mit der Antwort, ja, gibt's, funktioniert aber nicht so richtig gut. Heute kann man die ganz klar mit Ja beantworten. Das heißt, ich kann meine ganze BAV-Verwaltung auch für jeden Durchführungsweg digital gestalten. Das heißt, Personalabteilung, Lohnbuchhaltung, müssen kein Papier mehr großartig in die Hand nehmen. Und als Arbeitnehmer kann ich auch einen Zugang kriegen und weiß jederzeit, was habe ich da eigentlich gemacht, wie viel ist da eigentlich drin. Also das ist heute technisch kein Problem mehr und auch bezahlbar. Wann werden schlanke Wege für das Unternehmen gefährlich? Ja, die werden dann gefährlich, wenn das Unternehmen sagt, ich mache es besonders entspannt. Und das passiert ganz, ganz häufig, wenn ich es mit einem Versicherungsunternehmen als direkten Berater zu tun habe. Ich kann da ein prominentes Beispiel eines deutschen Autovermieters bringen. Da gab es die visionäre Idee, immer wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt oder jemand Betriebsrente machen will, dann hat der Personaler kurz die BAV erklärt, die Antragsunterlagen ausgefüllt, den Papierkrieg bewältigt und alles an die Versicherung gemeldet. Was man dann nur wissen muss, ich tue eine Leistung oder ich erbringe eine Leistung, das ist eigentlich die Leistung, die ein Berater erbringen sollte, weil der haftet auch dafür. Mache ich das im Unternehmen, ziehe ich mir die komplette Haftung auf die Unternehmensseite, dafür bin ich weder versichert, in der Regel bin ich auch nicht qualifiziert, macht also keinen Sinn. Das heißt, da wird zwar sehr schön schlank, insbesondere für den Versicherungsberater, aber nicht besonders clever fürs Unternehmen. Was genau ist das Problem mit der versicherungsvertraglichen Lösung? Das ist die schlimmste Frage, die es eigentlich gibt. Die versicherungsvertragliche Lösung ist eigentlich ein ganz banales Szenario gewesen. Man ist hingegangen und hat gesagt, wenn du als Arbeitnehmer dein Unternehmen verlässt, ob du gekündigt wurdest oder selber kündigst, dann gibt man dir den Vertrag mit und der Arbeitgeber ist aus dem Schneider. Das heißt, die Haftung begrenzt sich auf das, was du da gespart hast. Durch eine Rechtsprechung, höchstrichterliche sogar, wurde irgendwann entschieden, das ist für deinen Mitarbeitenden so überraschend, weil er ja vielleicht irgendwann mal darüber informiert wurde in grauer Vorzeit, dass er nicht mehr damit rechnen muss, dass das so ist. Was war das Fazit dieses Urteils? Der Arbeitgeber in dem Fall hat weiter gehaftet. Für all das, was da mal drin stand, all das, was der Vertrag hätte vielleicht erfüllen sollen. Deshalb geht man heute hin und sagt, das ist eine sehr schöne deutsche Begrifflichkeit, kündigungsnah oder unternehmensverlassensnah muss der Mitarbeitende noch einmal informiert werden. Das heißt, eigentlich müsste ich sagen, ich kündige dich jetzt, ach übrigens deine Betriebsrente. Oder der Mitarbeitende kündigt und ich muss erkennen, ah, der hat gekündigt, der hat eine Betriebsrente. Ich gehe auf ihn zu, erkläre ihm das Thema, Achtung, du darfst deinen Vertrag mitnehmen, die Police, alles was da drin ist, ist deins, gehört dir, gehen wir nicht dran, darfst du einfach mitnehmen. Damit sind wir aber auch raus aus der Haftung. Und wenn man richtig klug ist, lässt man das von allen Seiten einmal unterschreiben, teilt es auch dem Versicherer mit und dann ist man aus dem Schneider. Mehr Bürokratie, willkommen in Deutschland. Wie sieht der gesetzliche Mindestanspruch in der BAV für Arbeitnehmer aus? Du hast ja schon super eingeführt, es geht um das Thema Entgeltumwandlung. Und wenn wir über Entgeltumwandlung sprechen, dann ist der gesetzliche Mindestanspruch eigentlich relativ easy. Du hast seit 2002 einen Anspruch, es überhaupt bekommen zu dürfen. Da kann kein Arbeitgeber Nein sagen. Und das Zweite ist, es gibt jetzt noch seit dem 01.01.2018 das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Und da kommt dann noch eine Förderung von 15% dazu, zumindest dann, wenn dein Arbeitgeber Sozialabgaben spart. Und hat der Arbeitnehmer sofort einen Anspruch auf die BAV? In der Entgeltumwandlung ja, in der betrieblichen Stärkungsgesetzförderung ja. Wenn du als Arbeitgeber in besonderem Maße förderst, nicht zwingend, beziehungsweise geht es dann, dass du einbaust erst nach 3 Jahren. Warum? Weil du damit ein gewisses Bindungswege schaffst. Das war mal 5 Jahre, ist aber zu beachten, legitim heute noch 3 Jahre. Sonst ist die Regelung nichtig. Das heißt, wenn der Mitarbeiter in den ersten 3 Jahren geht, dann ist die Betriebsrente hinfällig für ihn. Wie kann sich ein Tarifvertrag auf die Förderung auswirken? Ja, das habe ich auch lernen müssen in dem Moment, dass wenn du einen Tarifvertrag hast, geht der Tarifvertrag durch die Autonomie der Vertragsparteien, also Gewerkschaft und Arbeitgeber, sogar dem Betriebsrentenrecht vor. Das heißt, eine Gewerkschaft kann sich mit Arbeitgeberverband sogar dagegen stellen, zu sagen, wir wollen zum Beispiel
nicht nach Betriebsrentenstärkungsgesetz fördern. Und damit kann ich dann erreichen, dass ich keine Förderung bekomme für die Mitarbeitenden im Unternehmen. Ist natürlich nicht unbedingt clever. Und was passiert, wenn ein Arbeitnehmer mit einer BAV neu ins Unternehmen kommt? Ja, dann ist der große spannende Teil, was macht die Personalabteilung? Der typische Fehler, der eigentlich immer stattfindet, bei den meisten Firmen stattfindet, ist, dass die Firma sagt, naja, wenn du was mitbringst, ist ja eine Versicherung, übernehmen wir, ist dann da. Zu empfehlen ist das auf jeden Fall nicht, weil der kluge Weg ist, ich schaue mir den Vertrag erstmal an, weil ich weiß ja nicht, was steht drin, was haben die vorher mal geregelt beim vorherigen Arbeitgeber. Und wenn ich den Vertrag jetzt einfach übernehme, passieren ein paar Dinge. Das erste ist, ich habe jetzt einen zusätzlichen Versicherer vielleicht im Haus, einen neuen Ansprechpartner, neue Regelungen. Ich habe mir vielleicht einen Vertrag ins Haus geholt, der sich gar nicht mit dem Versorgungswerk deckt, was ich im Unternehmen habe. Das heißt, vielleicht ist seine Berufsunfähigkeit mitversichert, haben meine anderen Mitarbeitenden nicht, ist aber potenziell ein Diskriminierungstatbestand, will ich mir vielleicht sparen. Das heißt, Empfehlung vom Profi, erst angucken und dann schauen, welcher Weg führt denn ans Ziel. Und warum? Naja, weil der wesentliche Teil ist, du willst deine Haftung ja nicht nach oben bohren und du willst auch deinem Mitarbeiter nicht schaden, weil es gibt auch den umgekehrten Fall. Du hast einen Mitarbeitenden, der ist schon seit 15, 16 Jahren mit seiner Entgeltumwandlung unterwegs, hat jetzt den Arbeitgeber gewechselt, der wird noch eine sehr, sehr hohe Zinsgarantie in seiner Versicherung haben. Wenn du jetzt hingehst und sagst, übernehmen tue ich den nicht oder ich übernehme aber nur in unser Versorgungswerk, das heißt, du kannst das Geld, was du da angespart hast, in unsere Art von BAV tun, dann verliert derjenige den Zinsanspruch, weil dann kriegt er in der Regel einen neuen Vertrag mit heutigen Zinsspielregeln. Dann hast du ihm aktiv geschadet und ein sympathischer Arbeitsrichter könnte durchweg zum Ergebnis kommen, dass das deine Schuld ist. Heißt auch da wieder, erst gucken, Profi fragen, der gibt dir den Tipp, privat weiterführen, also der Arbeitnehmer übernimmt den Vertrag, einfach stilllegen, Kapital übertragen, ja, oder in Ausnahmefällen vielleicht tatsächlich mal übernehmen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr unterlasst uns einen Daumen nach oben. Oder abonniert einfach unseren Kanal, wenn ihr weitere spannende Inhalte zum Thema betriebliche Vorsorge bekommen wollt. Und Fragen zu diesem Video einfach unten in die Kommentare schreiben oder kontaktiert uns einfach. Weitere nützliche Videos findet ihr hier und wir hoffen, wir sehen euch bald wieder auf unserem Kanal.